Sanierung von Gartenteichen war das Schwerpunktthema des Naturagartreffs im Herbst 2014. Auf dieser Natur- und Gartenmesse wurde Teichbau und Filtertechnik gezeigt und in Vorträgen ausführlicher erläutert. Norbert Jorek berichtet im dritten Teil seines Referates über die Bepflanzung und den Bau der Ufer. Stabilisierung auch auf die Bepflanzung rein. Die Bepflanzung ist für viele Teichbesitzer ein Problem, weil die einen vorrückenden Rohrkolbenbestand zum Beispiel haben, der jedes Jahr 1-2 Meter weiter reindrückt in den Teich und alle paar Jahre müssen sie rein und diese Rohrkolbenfront zurückkloppen. Der Rohrkolben kann 20-30 Meter pro Jahr machen. Ich habe mal in einem Wasservogelschutzgebiet gearbeitet, da war das so. Weil das ist auch ein ganz normaler Prozess. Sie haben links die freie Wasserfläche, da fällt viel rein, der Boden wächst nach oben, es gibt Verlandungsprozesse, größere Röhrichtbestände entstehen und irgendwann ist da ein Wald. Mit Ihrem Teich passiert das Gleiche. Es ist ein völlig natürlicher Prozess, aber er ist natürlich ungewollt. Aber Sie können sehr schnell dahin kommen. Sehen Sie sich das linke Bild an, Herbstaufnahme, Neuanlage von einem Teich, das Bild rechts, Mutterboden reingetan. Das ist ungefähr ein halbes Jahr später. Das heißt, die Natur hat eine Power, wenn die richtig ins Startloch gebracht wird, da können Sie ja nicht gegen anjäten. Und auf der anderen Seite, wenn Sie reinkommen in den Park, erster Teich rechts, dieses Ufer, seit 15 Jahren und es sieht noch so aus, wie wir es damals gebaut haben. Wir reden also darüber, dass man es irgendwie anders machen kann. Auch das hat wieder zu tun mit dem ganzen Nährstoffthema. Wenn Sie die so extrem mit Dünger versorgen, brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn die so extrem wachsen. Denn ein normales Seeufer ist eigentlich ein riesiger Komposthaufen. Jede tote Fliege wird da angespült, jedes Blatt, alles, was auf die Wasseroberfläche kommt, wird durch den Wind in das Ufer reingedriftet. Und aus diesem Grunde wachsen da Pflanzen, die seit Hunderttausenden von Jahren immer irgendwo im Luxus gelebt haben und die so groß werden, die nie ein Nährstoffproblem haben. Und die können Sie im direkten Wasserbrandbereich nicht gebrauchen, denn da, schauen Sie sich's an, bei unseren Teichen gelegentlich wachsen auch so ein paar Rohrkolben, die wir da hingesetzt haben, so zu Demonstrationszwecken, die werden bei einem anständigen Teich höchstens kniehoch, weil das Futter gar nicht reicht, der Dünger reicht nicht, damit die größer werden. Ich zeige Ihnen das an einem weiteren Foto, was ich damit meine. Das Wasser ist klar. Das Wasser hat keine Nährstoffe. Das bedeutet aber auch, im direkten Uferrandbereich bleiben die Pflanzen auch klein und mickrig. Das ist kleines grünes Zeug, was da wächst. Das blüht im Regelfall auch nicht besonders gut. Dahinter gibt es Sumpfkanners, die jede Menge Nährstoffe brauchen. Und wie kriegen wir das hin? Die Folie kommt raus aus dem Teich, geht über eine obere Pflanzterrasse, geht über den Uferwall, geht wieder runter, wird da aber nicht einfach nur eingegraben, sondern kommt nochmal hoch. Dadurch entsteht ein Graben außerhalb des Teiches. Da können Sie Mutterboden reintun, da können Sie düngen so viel, wie Sie wollen. Und da wächst dann zum Beispiel der Rohrkolben so hoch, wie Sie ihn haben wollen. Aber er wird Ihnen nicht in den Teich reindrücken. Und das ist der Hintergrund für den sehr stabilen Uferverlauf, den Sie da vorne sehen. Das hat natürlich den Preis, dass im direkten Uferrandbereich nicht viel wächst. Wenn Sie also wollen, dass es an Ihrem Teich so blüht wie auf diesem Foto, dann müssen Sie diesen Ufergraben ein Stück breiter machen. Bedeutet aber auch, wenn Sie diese nährstoffbedürftigen Pflanzen in den direkten Uferbereich setzen, brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn die da kaputt gehen. Weil, wenn Ihr Teich sauber ist, können die da nicht. Auch das sehen Sie im Park, da gibt es Stellen, da haben wir diesen eben erwähnten Ufergraben 5 Meter breit gemacht. Und wenn Sie in der Blühphase von diesen Sumpfprimeln kommen, dann sieht es da so nett aus. Bleiben wir noch eben beim Thema Uferbau. Das ist ein eigentlich falsch gebautes Ufer. Sie sehen, dass das Umland Wasser raussaugt aus dem Teich. Sie verlieren auf diese Weise pro Meter Uferlänge in einer Stunde 4 bis 5 Liter. Und wenn der Boden um Ihren Teich herum ständig so wassergesättigt ist,
dann begreift der dämlichste Kirschbaum in 20 Meter Entfernung, dass er an ihrem Teich am einfachsten das Wasser kriegen kann. Und dann wachsen die Wurzeln dahin. Und dann sieht das auch so aus. Also, im Kaffeebereich gibt es Bäume, die wachsen mit den Wurzeln die Mauer hoch, gehen oben über das Ufer, so wie Sie das da sehen, gehen über das Ufer, wachsen rein in den Teich, hängen die Wurzeln da rein und saufen die Teiche leer. Und gegen das, was solche Bäume verdunsten, können sie ja nicht nachfüllen. Zumal das, was sie nachfüllen, auch viel schlechter ist. Die Folie muss irgendwo hochstehen, so wie Sie das hier sehen. Wenn Sie die zwischen Steinen einklemmen, haben Sie das Risiko, dass die so überwachsen wird. Und es wird immer Stellen geben, an denen nichts ist. Da wird dann irgendeine Pflanze wachsen, wird die Folie runterdrücken. Wenn die dann wieder unten im Boden ist, haben Sie wieder diese Erdbrücke und die saugt Ihnen wieder Wasser raus. Diese Rose hier vorne hat die Folie 10 cm weit runtergedrückt. Wir regeln das so, dass wir so ein Uferband entwickelt haben. Das können Sie sich oben zum Beispiel in der Ausstellung angucken. Da gibt es solche Schraubkanäle drin. Damit kann man oben auch durch eine Gummilippe einklemmen und da wird dann Vlies, Folie, Ufermatte eingeklemmt und damit bekommen Sie dann ein völlig stabiles Ufer, entweder lang und gerade, was immer Sie wollen. Die Erdanker werden mit 2 Liter Mörtel eingebaut. Weil wir ein sehr weiches Aluminium dafür verwenden, können wir das aber auch so als lange, aufgerollte 7-Meter-Rolle Sie sehen, Sie können auch völlig kleine Kurvenradien damit einbauen und kriegen dann ein völlig stabiles Ufer. Der Teich muss ein Ende haben. Und Sie müssen sehen, dass die Folie in diesem Bereich senkrecht steht. Das ist eine Option, das zu machen. Irgendwie müssen Sie es tun. Auf Ihrer Gegenseite ist die Vegetation, die immer bereit ist, jede Lücke zu nutzen, um über irgendwas drüber zu wuchern und Ihnen das wieder runterzudrücken. Kommen wir zu einem letzten kurzen Thema.